Oh, herzlich willkommen. Mein Wenn, dann wo dann? Ne? Mario hat einen Rechner zu verkaufen. Er macht jede Woche seinen Rechner kaputt. Okay, also willkommen zur 157. Fraktionssitzung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Zuerst stellen wir die Beschlussfähigkeit fest, dass heute einfach sind, so viele da. Das gehen wir hin und wir stimmen ab über nicht öffentliche Teile und danach mache ich den großen Top 1 Begrüßungspart. So, nicht öffentliche Teile, bisher habe ich einen, dann geht es um die Besetzung, Europaausschuss. Gibt es weitere Anmeldungen für nicht öffentliche Teile? Das ist nicht der Fall. Besetzung Europaausschuss setze ich mal an auf eine Dreiviertelstunde. Direkt am Ende, genau. Also die Frage, ist jemand dagegen, dass wir am Ende einen nicht öffentlichen Teil von 45 Minuten abhalten? Möchtest du was sagen? Es gibt keine neuen Infos, aber ich kann... Gut, dann machen wir noch eine Kurzunterrichtung. Ja, wir machen noch, also ich meine noch einen nicht öffentlichen Teil von 15 Minuten an. Das muss reichen. Thema ist Strategie. Nein. Oder? Hm? Mitarbeiter öffentlich? Okay, wir machen Mitarbeiter öffentlich. Gut. Also wer ist dagegen, dass wir 15 Minuten Mitarbeiter öffentlich und eine Dreiviertelstunde nicht öffentliche Teile abhalten, der möge sich jetzt melden. Das ist nicht der Fall, dann machen wir das so. So, dann begrüße ich zunächst die Zuschauer am Stream. Ist in umgekehrter Reihenfolge, ne? Die Zuschauer am Stream, die Menschen auf der Tribüne, die Kolleginnen und Kollegen und das Präsidium. Und heute muss ich in besonderer Form einen Besuch würdigen. Ich darf natürlich. Es ist mir eine Ehre, dass die Frau Semp vom Bundesvorstand heute hier ist und sich das Chaos bei uns antut. Guten Tag. So, wehe, ihr klopft jetzt nicht, denn die Wichtigsten kommen immer zuletzt. Wir grüßen auch die Zuschauer am K-Office in Essen. Hallo. Yeah, flippt nochmal völlig aus. Finde ich gut. So, Top 1, Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal. Ihr habt alle eine Vorlage in euren Fächern gehabt. Gibt es dazu Anmerkungen und Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Ist jemand gegen die Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal? Das ist nicht der Fall. Dann ist das einstimmig. Top. Nein, ich wollte nur immer sagen, dass ich mich enthalte bei solchen Abstimmungen, wenn ich nicht da war. Und das ist in dem Fall der Fall. Ich bin nämlich später gekommen wegen eines auswärtigen Termins. Gibt es noch jemanden, der dagegen ist oder sich enthalten möchte? Dann hat die Adelina jetzt viel zu tun und schreibt alle Anwesenden da rein, die dafür sind. So zumindest unsere Verabredung. Top 2. Oh, das kommt ja früh. Warum machen wir das so früh? Egal. Ja. Wir haben es hinter uns, das ist gut. Top 2, Vorstandswahlen. Da mache ich doch mal hier wieder unsere schöne Wahlordnung auf. Ich glaube, ihr kennt das alle. Wir wählen 5 Leute für den Vorstand. Jeder steht auf der Liste, der nicht sagt, dass er nicht will. Nein. Doch? Nein, doch. Achso, nein, du willst nicht. Ja, gut, da kann ich ja nichts für. Ja, gibt es Fragen dazu? Ich glaube nicht. Wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Gut, dann fangen wir an mit dem Grumpy. Fangen wir an mit dem Schatzmeister, ne? Gut. Fangen wir an mit dem Vorsitz. Wer dafür nicht kandidieren will, muss sich jetzt melden. Der Dirk hat schon Nein gesagt. Grumpy. Korrekt. Fürs Protokoll brauchen wir das nicht einzeln aufzuschreiben. Nein, ich kandidiere nicht für den ersten Vorsitzenden, sozusagen. Oder den Fraktionsvorsitzenden. Genau.
Dann los. Dirk. Nein. Nein. Ich gebe zu, ich habe kurz überlegt, nein, ich kandidiere nicht. Ich diesmal auch nicht. Ich auch nicht. Nö. Nein. Na toll, da muss ich wohl. Ich sage nicht nein. Machen wir das so, ich frage Sie alle auf einmal ab, wer kandidiert denn für den parlamentarischen Geschäftsführer? Dirk. Nein. Ja, wenn ihr möchtet, ich würde noch einmal als PGF zur Verfügung stehen. Nein. 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 Ich auch nicht. Nein. Nö. Nee. Klar, Michelle kann alles. Ich kann alles. Genau, so. Ich habe nur einmal Ja gehört. Dann ist das auch einfach, dann machen wir weiter mit stellvertretenden Vorsitzenden. Nein. 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 Stefan. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Nö. Blockwahlen sind doof. Ja. Dann hast du jetzt alle Infos und wir können schon mal anfangen mit der ersten Zettelrunde. Ich sage natürlich nein, ne? Damit es einfacher wird. Ach so. Wir können die ersten beiden Wahlgänge zusammen machen, ne? Nee, wir haben jetzt alle schon. Für die Stellvertretenden haben wir. Gibt es jemanden, der sich für zwei Sachen beworben hat? Nö. Also können wir alle auf einmal machen. Ja. Viel Spaß. Genau. Ein Zettel. Okay. Ein Zettel, okay. Drei Wahlen. Du hattest Ja gesagt. Ich meine, bei deiner Vorstellungsrede. Gut, der Grumpy guckt sich sowieso. Bei Eintritt. Wo sind wir jetzt? Vorstandswahlen, da. Da sich der Grumpy eh das Video anguckt, können wir auch weitermachen. Das spart uns Zeit. Ich sag mal, Mario, du bist dran. Wenn dein Rechner funktioniert. Heute mal auf Papier. Bericht der Pressestelle. Hallo ihr beiden im Stream. So, jetzt noch mal ganz kurz. Zur letzten Woche, zur Plenarwoche. Die Plenarwoche als solche war aus Pressesicht zunächst ruhig. Wir haben uns so wiedergefunden, wie wir wollten. War etwas mehr als sonst. Insbesondere der Bereich zur Sperrklausel hat uns überall reingebracht. Da ist die Zusammenarbeit mit der Partei zu loben und auch mit den lokalen Mandatsträgern. Das hat wirklich richtig gut geklappt, sodass wir, ich weiß nicht, Grumpy hatte gestern mal links rumgeschickt, über ein Dutzend Erwähnungen nur deswegen, nur mit diesem Artikel.
Aber auch sonst haben wir uns so wiedergefunden, auch zur Aktuellen Stunde. Grumpy hatte gestern in der Vorstandssitzung festgestellt, dass uns diesmal vermehrt Medien gebracht haben, die uns sonst nicht bringen. Dafür aber Medien, die, wo wir häufiger auftauchen, diesmal nicht dabei sind. Wir wissen nicht so richtig, warum das so ist. Wir nehmen das zur Kenntnis. Ja, und der Neoliberalismus natürlich, der ist schuld, klar. Die WAZ hat einen neuen Landesredakteur, der gestern da war und mich nicht gefunden hat. Ich bitte dazu nochmal um ein Namensschild an meiner Tür. Aber das nur nebenbei. Ich habe gestern angesprochen in der Vorstandssitzung, dass mir auffällt, dass wir Referenten in vielen Gremiensitzungen sind. Und ich glaube, dass wir da effektiver werden können. Und das gilt auch für die Presse. Wir teilen uns jetzt schon, damit wir überhaupt überall so sein können. Des Weiteren habe ich gestern darauf hingewiesen, dass wir uns in der Pressestrategie, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit etwas verändert haben. Das heißt, wir gehen weniger direkt an Presseleute ran, weil es ja ein sehr dorniger Weg ist, sondern versuchen vermehrt direkt die Menschen zu erreichen, auch über Social Media. Unter anderem kommt zum Beispiel jetzt ist ein in der Produktion neuer Bildungsflyer. Da hat Muni dankenswerterweise zugearbeitet. Frank hat mir noch vor der Sommerpause einen Flyer zum Thema Inneres angekündigt mit allem drum und dran. Ich gehe davon aus, dass das so passt. Das passt. Wir, um diese Strategie umzusetzen, dass wir vermehrt Leute ansprechen, haben wir eben viele Veranstaltungen. Die Veranstaltungen, die auf uns zukommen, sind die Gamescom. Da hatten wir gestern dann auch wieder eine Gremiumssitzung, die fast alle Beschlüsse einstimmig gefasst hat. Das war sehr konstruktiv und sehr schnell. Und das war auch gut. Wir werden also bei der Gamescom unter anderem eine Podiumsdiskussion machen, das ganz grob zum Thema hat, ist E-Sports wirklich Sport? Und sind schon da in der Vorbereitung. Ich möchte des Weiteren auf den NRW-Tag hinweisen, der Ende August ist, der sich mit dem BPT schneidet. In dem dazugehörigen Doodle, das Grumpy aufgesetzt hat, haben sich noch nicht alle Abgeordneten eingetragen. Es wäre schön, wenn das alle bald nachholen können, gerne auch jetzt während der Auszählung oder so. Dann können wir nämlich zum Teil auch die Fahrt organisieren, wenn es denn gewünscht ist. Jugendlandtag kommt auf uns zu. Vielleicht kann Daniel dazu gleich noch mal was sagen, zwei, drei Worte. Wir sind in der Umsetzung digitaler Kompass. Da werdet ihr gleich noch was dazu hören. Ihr habt dazu Mails bekommen. Das kommt auch auf uns zu und wird noch vor der Sommerpause, sitzungsfreien Zeit, wo ihr eure Anträge aufarbeitet, in der sitzungsfreien Zeit auch noch eröffnet werden. Des Weiteren möchte ich hinweisen auf ein Werkstattgespräch zum Thema Verkehrssicherheit und Cannabis, das wir am 21.06. haben. Das läuft vollständig wie geplant. Danke an Lukas und Sandra, das ist wirklich richtig. Und an Sebastian natürlich auch, die das hervorragend vorbereiten. Da scheinen wir genau so durchzudringen, wie wir wollen. Das ist das, was abkommt. Bei allen Sachen, mit Ausnahme des Werkstattgesprächs, ist es natürlich gern gesehen, wenn sich Abgeordnete dort einfinden, wiederfinden, mitmachen, Vorbereitung und so weiter. Fragen? Danke. Wir wischen mich aber auch immer in dem Moment. Sehr gut. Eigentlich gar nicht viel. Ich möchte natürlich gerne noch mal daran erinnern, dass der Jugendlandtag bevorsteht. Mario hatte ja gerade auch die entsprechenden Doodle-Abfragen erwähnt. Wir stehen ja beim Jugendlandtag in Konkurrenz mit dem Landesparteitag. Beides ist irgendwie wichtig für uns. Ich werde natürlich an dem Samstag auf jeden Fall hier sein, dann beim Jugendlandtag und irgendwann zum Parteitag nachkommen. Ich glaube, der Parteitag kommt ein paar Stunden ohne mich klar. Vielleicht sogar besser, wer weiß. Ich fände aber schön, wenn ich nicht ganz alleine da bin, sondern zumindest ein paar Abgeordnete auch hier sind. Ich hatte das ja schon öfter mal gesagt, wir haben immer eine ganz gute Präsenz hier gehabt mit unserer Fraktion. Und die Erfahrung ist einfach, dass die Jugendlichen, die sich da sehr freuen. Ich weiß nicht, ob Olaf noch was ergänzen will, weil er da noch versucht hat oder versucht, mit den Jugendlichen vorher noch in Kontakt zu kommen. Magst du noch was sagen? Ja.
Ich möchte vor allem einfach nochmal auf den Freitag hinweisen, dass der Freitagabend der wichtige Termin ist. Also Samstag und so ist okay, da können wir das ja auch mit ein paar Leuten, da ist das vielleicht auch gar nicht so sehr gern gesehen, wenn die komplette Fraktion ja anwesend wäre und mit den Jugendlichen rummacht. Aber am Freitag würde ich wirklich bitten, jeder, der es irgendwie einrichten kann, hier zumindest mal kurz vorbeizukommen. Weil das ist der parlamentarische Abend mit den Jugendlichen und das wäre ganz klasse. Und die andere Sache ist die, das haben die Jugendlichen selber gemacht, beziehungsweise das war größtenteils der Kai Boxberg, der auch in der AG Kinder- und Jugendrechte mitmacht. Der hat ein paar Leute organisiert, der hat sich da stark gemacht, der hat sich da vor kurzem mit denen im Internet getroffen, die haben da ein paar Sachen vorbereitet. Das will ich jetzt aber hier nicht so offen treten. Das sind auch noch Sachen, die jetzt untereinander besprechen und hat auch viel damit zu tun, wie sie und was sie für Anträge stellen wollen und so. Ich finde das richtig klasse, dass das diesmal so gut geklappt hat. Also das haben die diesmal selber gemacht. Ich sage mal so, die haben mehr auf die Reihe gekriegt, als wir in den letzten Jahren. Und von daher freue ich mich diesmal besonders auf den Jugendlandtag. Mal gucken, was draus wird. Gut, der Nixus möchte noch. Ja, eine kleine Ergänzung zum Bericht von Mario, der neuer Chefredakteur der WAZ war tatsächlich im Haus und hat mich dann angetroffen und ich habe ihn selbstverständlich zum Büro des Pressesprechers geführt. Da war er gerade nicht da, dann habe ich seine Karte entgegengenommen und die weitergereicht. Also der Mann ist durchaus zufrieden, aber in der Tat ist es ein bisschen peinlich, wenn man vor einer Bürotür steht, sagt, da sitzt unser Pressesprecher und wenn man davor steht, dann sieht man halt da ein leeres Schild. Das wäre also durchaus sinnvoll, dieses Namensschild irgendwann mal da anzubringen vor Mai 2017. Gut. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann jetzt Bericht des Fraktionsgeschäftsführers Hartmut, bitte. Ja, mit der Produktion der Namensschilder mit Piratenlogo sind wir ein bisschen hinten an, das stimmt. Das müssen wir sofort angehen. Ansonsten am 22.06. wird der Wirtschaftsprüfer bei uns im Hause sein und wir werden dann bis zum 30.06. einen geprüften Jahresabschluss für 2015 vorliegen haben. Zum digitalen Kompass, Maria hatte schon darauf hingewiesen, müsste ich noch eine Frist mitteilen. Die Lara ist ja nur montags und mittwochs hier und sitzt jetzt an der Beschlussvorlage für den inhaltlichen Teil, für die nächste Phase. Es wäre schön, wenn da Änderungen und Anregungen bis Mittwoch 12 Uhr vorliegen könnten, dann kann die Lara die noch einarbeiten. Dann wird morgen Nachmittag die Rückkanaltechnik getestet, also ob alles klappt zwischen dem Fraktionssaal und dem Car-Office oder wo auch immer eine dezentrale Beteiligung stattfinden soll. Wir hätten dann die Möglichkeit am 21., am 28. und am 5., das sind ja noch drei Fraktionssitzungen vor der sitzungsfreien Zeit, eine dezentral organisierte Sitzung abzuhalten. Dazu braucht es einen Beschluss. Das müssen wir dann schauen, wie wir das dann noch bewerkstelligt kriegen. Ja, das war's. Ansonsten haben wir uns befasst mit Umsetzung von Verfassungsthemen und Befragung, aber da liegen besondere Vorlagen vor. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen, Ideen? Das ist nicht der Fall. Doch, der Frank. Ich würde ein I spenden und dafür ein O wegnehmen. Aus dem Wortschatzprüfer. Ja, vielen Dank, Frank. Wir suchen noch jemanden, der, nachdem Adelina das nochmal durchgegangen ist, nochmal das Protokoll durchgeht. Also du kannst dich da bewerben. Die Entlohnung ist nur nicht allzu groß. Gut. Jetzt müssen wir trotzdem hier ein bisschen reparieren. So, wir sind dann bei Top 5, Bericht des Vorstandsreferats aus den Kernarbeitskreisen. Wer macht? Tom. Ich fange mal an. Wir teilen uns das ein bisschen auf. Wir haben gestern alle Kernarbeitskreise getagt. In Kernarbeitskreis 1 war ein großer Teil der Integrationsplan, der jetzt als grobe Gliederung vorliegt. Dort ist man in Absprachen. Wir haben inhaltlich darüber geredet. Das ist jetzt ein bisschen müßig, jetzt über Inhalte dort zu sprechen. Das sind laufende Verhandlungen. Das macht wenig Sinn. Grundsätzlich ist festzustellen, dass man inhaltlich Stand jetzt auf uns zukommt, das ist gut und grundsätzlich sollte man ins Auge fassen hier, das war einhellig die Meinung
im Kernarbeitskreis, auch in der Referentenrunde danach, dass man hier grundsätzlich auf ein gemeinsames Vorgehen hinarbeitet, zuarbeitet. Natürlich kann man das jetzt noch gar nicht sagen, ob wir werden noch rote Linien überschritten. Es zeigt sich aber eine klare Tendenz, dass es eher um ein konsensuales Vorgehen geht und dass wir hier durchaus, dass es durchaus in unserem Sinne ist, hier mitzumachen. Ja, das wäre, ja, Nixus. Nee. Das wäre Kernarbeitskreis 1, jedenfalls die wichtigsten Teile. Jetzt muss ich gestehen, digital ist, jetzt müsste ich mal einsatzweise, Grumpy, du hast das gestern so schön zusammengefasst, auch wenn du nicht dabei bist hier. Ihr hattet in Digitales ein Thema, ich war da selbst auch nicht anwesend. Kannst du das kurz übernehmen, ausnahmsweise? Ansonsten gibt es noch zwei Dinge von meiner Seite. Es wäre wirklich wichtig, wenn wir diese Geschichte Gelsenkirchen, Huawei, wirklich vorantreiben. Der Frank sagte, er hat da einen Termin. Ich weiß nicht, wann das genau ansteht, aber es ist schon, glaube ich, eine echt wichtige... Bitte? Bitte? Ich habe gesagt, ich arbeite da dran. Können das auch zusammen machen alle? Oder wie? Es geht nur darum, dass es wirklich, wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass es so auf Informationen erstmal hinausläuft. Ich hatte irgendwo gehört, dass Informationen aber nicht so richtig fließen von da. Die sagen, alles toll, alles easy, alle Gesetze werden beachtet so. Ich denke, wir brauchen wirklich eine starke, deutliche politische Aussage dazu. Wenn man sich immer damit zufrieden gibt, dass alle Gesetze beachtet werden, alle einschlägigen Bestimmungen. Das heißt, deshalb ist die Frage an dich, was läuft da? Das wäre schön, wenn du da kurz was zu sagen könntest. Ja, kann ich halt noch nicht, weil ich diese Information, die du jetzt hast, ich weiß nicht, wo du die her hast, dass jetzt alle Gesetze beachtet werden, die habe ich nicht. Also ich weiß nicht, wer da jetzt noch dran ist, sondern bei mir ist noch die Mauer des Schweigens, um mal so, was konkrete Dinge angeht. Okay, genau, Mauer des Schweigens. Irgendwo gab es diese Information, dass das ja bekannt ist und da natürlich selbstverständlich Quelle kann ich jetzt nicht angeben, selbstverständlich alle, dass Regeln beachtet werden. Das ist aber natürlich eine pauschale Aussage, die wird immer jeder tun und machen so. Und unsere Forderung muss natürlich schon sein, dass wir darauf hinweisen, hier die Problematik an sich, eine Privatfirma, die eng innoviert ist in elementare Sicherheits- und Überwachungstechniken, so, das ist eigentlich schon mal sowieso ein No-Go. Aber ich denke, es ist in guten Händen und wünschenswert mir nur, dass wir da wirklich zügig vorankommen. Eine weitere Information noch zu unserem mittlerweile Dauerthema BGE. Wenn ich es richtig sehe, haben wir jetzt aus allen mitberatenden Ausschüssen die klare Ansage, es gibt keine Zustimmung. Also zuletzt hat auch der Wirtschaftsausschuss, der bis dahin das neutral befasst hat, sich damit befasst hat, gesagt, ja, setzen wir auf die TU. Nachdem es terminiert war, kam dann vom Ausschussvorsitzenden die Weiterleitung eines Schreibens aus dem Hauptausschuss mit der üblichen, uns mittlerweile bekannten Ansage, liebe Leute, das bedarf der Zustimmung und diese Zustimmung wird es nicht geben. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir auch gemeinsam und das vielleicht in einem nicht öffentlichen Teil später uns überlegen müssen, wie wir damit weiter verfahren. Ich denke, das gehört in den Bereich Strategie und das wurde ja schon angekündigt, dass wir einen kleinen nicht öffentlichen Teil dazu haben. Könnt ihr aber auch anders handhaben, dann können wir da auch offen drüber reden. Dann abschließend zu dem Top, dann sind wir auch soweit durch mit den Kernarbeitskreisen. Noch zwei positive Beispiele der Arbeit in den Kernarbeitskreisen. Einmal wurde gestern auch ein vorgezogener Gesetzesentwurf, der jetzt im Bundesrat zum Thema Cannabis als Medizin diskutiert. Dort hat der entsprechende Referent mit Unterstützung der Leute, die auch da noch involviert sind, vorgetragen oder hat die Frage gestellt in den Kernarbeitskreis, was man dort machen kann. Ist man zu einem vernünftigen Ergebnisse kommen. Brauchen wir jetzt nicht alles im Detail schreiben, aufsagen, aber das funktioniert ziemlich gut. Das heißt, da gibt es eine Resonanz. Es gibt bestimmte Referenten, die immer wieder auch taktisches, mediales Vorgehen oder medienrelevantes Vorgehen dort zur Diskussion stellen. Das klappt in der Regel gut. Und dann wurde ja im dritten Kernarbeitskreis Digitales auch noch die Diskussion zum E-Sport-Antrag, da gab es ja eben auch schon Kleinigkeiten, das ist jetzt auch nicht der Ort, um das hier en Detail auszudiskutieren, aber dort gab es auch einen Meinungsaustausch und der hat auch eher, sagen wir mal, Positives bewirkt. Das wäre es mit dem Bericht aus den Arbeitskreisen.
Gut, ich habe Grumpy und dann Dietmar. Okay, ganz kurz ergänzend, genau, Dankeschön. E-Sports, dann auch in Rücksprache mit Schleswig-Holstein, Saarland und Berlin. Bleiben wir weiter dran. Hattest du ja schon gesagt. Dann in ganz kurz am 8. Juli ist die BND-Ermächtigung im Bundesrat. Demzufolge nach wir eine neue bundesweite NSA bekommen sollen. Damit werden wir uns ein wenig intern auf jeden Fall beschäftigen. In dem Zusammenhang genauso ein Bundesthema. Jetzt, nachdem es den Landtag NRW verlassen hat, ist der JMS-TV im Rahmen des Rundfunkmedienstaatsvertrags in seiner vorliegenden 19. Änderungsversion versteckt sich der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Großes Diskussionspotenzial in der Presse, bis dato kaum beachtet, für uns tatsächlich ein altbekanntes Thema. Da werden wir auf jeden Fall auch Rücksprache mit den anderen Bundesländern halten, auch über den Bund der Piratenpartei in den Bundesländern, wo wir nicht in den Landtagen vertreten sind. Und dann hatten wir, Moment, Smart City, nee, Safe City hatten wir, E-Government sind Dinge in der Schleife. Ach so, und dann intern noch mal ein bisschen. Das Land NRW selber betreibt ja, oder die Landesregierung hat ja keine Mobiltelefone, die mit Microsoft arbeiten oder auf Microsoft-Basis arbeiten, wie wir ja wissen, aber mit Blackberries. Da hat sich ein bisschen was getan, da werden wir auch noch mal nachfragen. Und ansonsten haben wir selber als große Hauptaufgabe bis morgen noch Gelegenheit, uns alle MDL sind hiermit auch noch einmal gebeten, aus dem Arbeitskreis heraus sich mit dem digitalen Kompass und dessen Inhalten gerne zu beschäftigen, damit wir, denn morgen läuft die Frist ab, damit wir dann ganz regulär nach Fahrplan, was wir auch gleich thematisieren werden, weitermachen können. Dietmar. Ja, ich muss leider noch mal auf das Thema Gelsenkirchen, Huawei und Überwachung zurückkommen. Gibt es bei aller Unwägbarkeit, Frank, die damit verbunden ist, auch was Informationsstand etc. angeht oder etwaige Gespräche, gibt es denn einen zeitlichen Horizont, nach dem wir einschätzen können, ob zum nächsten Plenum was kommen kann oder nicht? Das war eigentlich der Plan. Nein, Entschuldigung, anders gefragt, nicht kommen kann, sondern kommen wird. Das war eigentlich der Plan, zum nächsten Plenum was zu machen. Was jetzt konkret Gelsenkirchen angeht, wie gesagt, da scheinen ja irgendwo anders auch Informationen zu fließen, die mich nicht erreicht haben, keine Ahnung. Wir haben gestern halt kurz drüber gesprochen, von letzte Woche Montag auf gestern Montag und die Plenartage ist nicht intensive Arbeit von mir daran möglich gewesen. Es sind Dinge auf den Weg gebracht worden und Rückläufe werden erwartet. Insofern, ich sag mal, es läuft den Umständen entsprechend. Läuft. Läuft ist die beste Aussage. Läuft. 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 Ja, danke. Es läuft. Mit S da vorne? Klar, es läuft. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Gibt es weitere Fragen zum Thema Kernarbeitskreise eines Vorstandsreferat? Auch das ist nicht der Fall. Dann springen wir jetzt. Ich muss mal gucken. Na gut, springen wir jetzt wieder zurück zu Top 2. Der Grumpy ist soweit und möchte euch was zum Wahlzettel sagen. Vielen Dank, Michelle. Der Wahlzettel, ich mache das mal so rum. Es ist tatsächlich jetzt ein klassischer Blockwahlzettel für die Funktion des Vorsitzes Michelle Marsching, für die Funktion des parlamentarischen Geschäftsführers Marc Oliak, für die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden der Vorsitzenden Daniel Düngel, Frank Herrmann, Hans-Jörg Rohwedder, Olaf Wegner. Ich weiß zwar nicht, wer Hans-Jörg Rohwedder oder Danebot oder Marc Oliak Grumpy sind. Und was das Wahlverfahren angeht, da es sich um einen Blockwahlzettel handelt, für den Bereich des stellvertretenden Vorsitzenden gilt auf jeden Fall Approval. Für die anderen auch. Es gibt halt nur eine Option. Genau, für die anderen dann nämlich auch technisch. Macht so viele Kreuze, wie ihr wollt, oder gar keins. Ich zitiere den noch amtierenden Vorsitzenden Michelle Marsching und würde dann jetzt die Zettel ausgeben mit Stiften und dann könnten wir die Wahl starten. Ich würde sagen, wir machen den
Immer zum Wahlleiter. Okay. Das hier, damit hinterher keiner sagt, sagen kann, dass das alles klar ist. Ist jemand dagegen, dass der Eberhard die Leitung dieser Wahl übernimmt, damit wir nicht einen Kandidaten als Wahlleiter haben? Der darf auch keinen Zettel ausfüllen. Gut. Und als Mitdraufguckerin nehme ich jetzt einfach die Nadja, weil die da hinten sitzt und ihren Kaffee gerade schlürft. Hat jemand da etwas gegen? Nein? Perfekt. Nadja, du bist hiermit rekrutiert. Viel Spaß.
Ganz kurz nur auch übers Mikro an den Stream. Nicht wundern, es läuft gerade noch der Wahlgang. Wir schauen gerade, ob eines der MDL noch kurzfristig mit dazukommt. Jaroslav, hast du Musik schon eingespielt? Das ist gut. Rede ich jetzt in die Musik rein?
Rede ich jetzt über die Musik drüber? Wenn ich das Mikro an habe? Dann, oh, dann sage ich jetzt für YouTube mal, bei YouTube hört man keine Musik. Die Wartemusik wird... Können wir eigentlich so Musik machen, je nach Thema und Spannung? Ja, ja, genau, das ist diese Lounge. Jetzt ist Trommelblumen langsam. Computerspiel eingespielt. Jetzt kommt so, dum, 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 dum. Okay, ich glaube, der Grumpy hat ein Dings. Dann go. Die Wahlleitung und die Wahlhilfe haben mir gerade selber eine Hilfe übergeben, nämlich eine vorliegende Auswertung der abgegebenen Stimmen für die diesjährigen Vorstandswahlen der Piratenfraktion im Landtag NRW. Wir fangen mal ganz unspektakulär bei den stellvertretenden Vorsitzenden an. Okay. Dann, genau, es wurden insgesamt 14 Stimmzettel ausgegeben. Einer wurde zurückgenommen, da der ursprünglich anwesende MDL zu diesem Zeitpunkt nicht im Saal war. Somit wurden 13 Stimmen in der Urne abgegeben. Davon sind 12 Stimmen gültig. Dann kehre ich das doch nochmal um und fange mit dem Vorsitzenden an. Wo ist eine ungültige? Kann ich die mal sehen? Bei 13 abgegebenen Stimmen entfielen 10 Stimmen auf Michel Marsching als neuen und klassischen Vorsitzenden der Piratenfraktion im Landtag NRW. Herzlichen Glückwunsch. Er hat doch gerade noch gesagt, wir fahren mit den Stellvertretenden. Hab er dann wieder geändert. Für die Funktion des parlamentarischen Geschäftsführers wurden bei 13 abgegebenen Stimmen 11 Ja-Stimmen auf Marc Oliak abgegeben. Vielen Dank. Und für die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden entfielen 11 Stimmen auf Hans-Jörg Rohwedder, Danebot, der gerade nicht im Saal ist. Der ist schon feiern, nein, nein. Arbeiten. Auf Olaf Wegner entfielen 9 von 13 abgegebenen Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Auf Frank Herrmann entfielen 7 der 12 gültigen und 13 abgegebenen Stimmen. Von daher auch. Und 14 ausgegebenen, wenn wir es dann komplettieren wollen. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Und auf Daniel entfielen 6 der 12 gültigen, 13 abgegebenen, 14 ausgegebenen Wahlzettel. Und es tut mir leid, Daniel, ich habe kein Foto für dich. Ich habe keine Rose für dich. Und von daher vielen herzlichen Dank, Habemus Vorstand. Again. Dieser Zettel im Übrigen geht ganz regulär mit zu den Akten der Fraktion und wir protokollieren das jetzt noch eben schriftlich nach. Okay, dann machen wir weiter. Wir sind bei Vorbereitung der Plenarsitzung 6., 7., 8. Juli. Anträge in der Vorbereitung. Grumpy. Kurz zur Erwähnung.
für das kommende Plenum ist noch in der Pipeline. Jetzt ist Dietmar gerade nicht im Saal. Wir haben vom letzten Mal ja mit übernommen einen Sparkassenantrag, der dann höchstwahrscheinlich halt im Juli-Plenum mit reinkommt. Dann gibt es aus dem Bereich Digitales etwas in der Pipeline von Lukas. Allerdings habe ich da jetzt noch nicht die konkrete Info vorliegen, was es ist. Also zwei Anträge sind auf jeden Fall in der Mache. Habt ihr selber jetzt schon Dinge, wo ihr sagen könnt, da haben wir was? Ist ganz einfach wie immer nach einem Plenum genau der Punkt der Vorbereitung. Wir haben etwas in Vorbereitung. Wir haben noch was in Vorbereitung. Ich sag mal, wir haben auch was ziemlich Großes in Vorbereitung. Bei mir kommt vielleicht das Wort Big im Namen vor. Vielleicht. Oh, ich sollte Mikro anmachen, dann macht das auch Sinn. Ja, wir wollten noch die Nachbereitung machen. Jetzt gucke ich gerade mal in die Runde. Wer hat das gestern in der Vorstandssitzung? Ich sag mal, der Mario hat darüber geredet, ich bin mir sicher. Oder der Nixus. Über die Nachbereitung. Die schon Wochen haben. Danke. Dann muss der Grumpy jetzt was sagen. Okay. Nachbereitung vergangenes Plenum. Es mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, es waren drei relativ entspannte Tage. Bitte nicht falsch verstehen, es gab nicht so viele zwischendurch Nebenproblemabsprachen, dass man sagen müsste, also wie es schon des Öfteren vorgekommen war, dass ich halt quer durchs Haus rennen musste. Wir hatten im Nachgang, ich habe nochmal das zusammengestellt gehabt und auch an das Presseteam weitergeleitet, weil ich da selber neugierig war, doch deutlich mehr echte Presseerwähnungen, als ich ursprünglich befürchtet habe. Ich glaube, es sind, keine Ahnung, locker 40, 50, also es war mehr, als ich selber dachte. Denn bei unserer eigenen aktuellen Stunde, die von uns beantragt worden war, bei der zufälligerweise CDU und FDP genau das gleiche Thema sich rausgepickt hatten, verhält es sich in der Presselandschaft so, dass wir zum größten Teil gar nicht erwähnt werden, gleichwohl es so kolportiert wird, als wenn halt die anderen dienstälteren Oppositionsfraktionen dieses Thema hier halt befeuert hätten. Bei der Gelegenheit fiel mir halt wirklich auf, wie eine gute Rede von Michel mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegt, einfach mal eins zu eins von einem geschulten Rhetoriker kurz mitgepinnt wird und mehr oder weniger die gleiche Rede von Michel noch einmal gehalten wird. Von daher Respekt an Herrn Lindner. Remix Copy Share gilt da ganz eindeutig. Muss aber sagen, dass auch bei den anderen Themen, bei der Bekanntmachung des mehr oder weniger 166-Punkte-Plans gegen den Rassismus, wir über die Rede von Daniel, glaube ich, sehr gut nach außen auch gedrungen sind. Und was am Freitag die Sperrklausel angeht, also jedes Mal interessanterweise in der gesamten Presse, ist der jeweilige Tagesordnungspunkt 1 durchgedrungen. Alle anderen Anträge und Geschichten eigentlich kaum, bis auf die Sache der Dienstrechtsreform. Dass am Freitag bei der Sache mit der Sperrklausel auch da, sage ich mal, mit Hilfe des Landesverbandes und des Bundesverbandes ein
wirklich starkes Zeichen auch gesetzt werden konnte. Da möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken. So viel von mir dazu. Gut, da möchte ich auch noch kurz was sagen. Ich glaube, die Pressenachbearbeitung, da hat Mario schon einiges zugesagt, dass wir teilweise mit unseren eigenen Anträgen nicht namentlich erwähnt werden, sondern stattdessen nur CDU und FDP da stehen. Kannten wir schon von anderen Anträgen. Bei einem eigenen Antrag habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Und auch gerade beim WDR, der es eigentlich immer schafft, uns zumindest in so einem letzten Satz zu erwähnen. In so einem riesen Artikel steht dann unten, die Piraten waren auch dagegen. Dass wir da tatsächlich gar nicht vorgekommen sind im Hörfunk bei WDR 5 zum Thema Verfassungskommission. Ach Quatsch, zum Thema Verfassungsänderung, Sperrklausel, dass der Toso da kurz auch eingespielt wurde. Und aber zum Thema Grundschule zum Beispiel, da kam gar nichts. Also da wurde einfach gesagt, die Opposition, jetzt kann man sagen, gut, da sind wir natürlich auch mit gemeint, die Opposition hat Anträge eingebracht und dann wurde darüber geredet und dann sagt der Laschet das und der Lindner sagt das und dann ist das nächste Thema. Das finde ich schon sehr komisch, wobei ich glaube, dass wir in all diesen Punkten, ich sag mal, die andere Zielgruppe getroffen haben. Bei der Grundschuldiskussion haben das durchaus die Verbände mitbekommen und haben das durchaus auch, honorieren es durchaus, dass wir da diese Arbeit machen. Bei der Geschichte mit der Sperrklausel ist viel auch kommunal passiert, das muss man auch dazu sagen. Wenn man jetzt, ich habe also einige Zuschriften auch bekommen jetzt von kommunal aktiven Piraten, die gesagt haben, Mensch, ich habe hier eine Presseanfrage, könnt ihr mir da mal was zu schicken und habe dann auch was zurückgeschickt. Die werden also kommunal viel gefragt jetzt zum Thema Sperrklausel. Ich fand gut, wie das gelaufen ist, dass wir es dann direkt hinbekommen haben, das Budget hier freizugeben für die Klage. Auch das hat natürlich die entsprechende Aufmerksamkeit. Wenn man sich die Kommentare anguckt, auch der Printmedien, muss man sagen, wahrscheinlich haben wir auch einfach viel auf unserer Seite, weil viele dieser, die dann in den Kommentarspalten nochmal was geschrieben haben, haben dann auch tatsächlich geschrieben, dass das wackelig ist und dass sie auch ihrer eigenen Meinung nach, also hier die Korrespondenten aus dem Landtag, ihrer eigenen Meinung nach, dass das auf sehr tönernen Füßen steht und dass das wahrscheinlich kippen wird. In der Mehrzahl. Es gab auch zwei, die gesagt haben, wir brauchen das und das muss einfach so und dann muss man das so auch mal so durchdrücken. Ein letzter Punkt nochmal zu diesem Top 1. Ich glaube, dass wir gesehen haben, dass wir mit diesen Top 1-Geschichten, wo dann auch die Presse oben auf der Tribüne ist, dass wir da die Aufmerksamkeit über die Presse bekommen. Ich sehe aber auch, dass wir bei den Sachen, die nicht unbedingt in der Presse auftauchen, also gar nicht auftauchen, auch nicht mit anderen Parteien, dass wir da durchaus auch dann Erwähnungen auf Twitter und Facebook haben. Auch das haben wir jetzt mal beobachtet, dieses Mal noch mal intensiver und mit Vorgaben, dass man einfach an dem Punkt seinen eigenen Standpunkt noch mal unterstreicht. Es war sehr, sehr viel mehr Aktivität, das möchte ich auch noch sagen, auf Twitter und Facebook und wie die ganzen Social-Media-Plattformen heißen, wo wir da vertreten sind, also einzeln vertreten sind, ich meine euch. Es war wesentlich mehr Retweets, es war wesentlich mehr Aktivität. Dafür auf jeden Fall schon mal danke, denn das schlägt sich natürlich auch in der entsprechenden Reichweite wieder und auch in der entsprechenden Erwähnung auch wieder in den Social Medias. Ja, das war es von meiner Seite soweit. Das, Punkt. Moni. Ja, also du hast ja jetzt im Grunde so eine Beschreibung geliefert. Du hast aber gerade gesagt, du fändest es komisch, dass wir bei dem Tagesordnungspunkt Grundschule nicht so richtig aufgetaucht wären. Ich fand das nicht komisch, weil ich denke, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder durch eine Alleinstellung, wie bei der Sperrklausel, wo wir ganz klar sagen, wir sind die Einzigen, die da eine Position haben. Das ist, ja. Aber die andere Sache ist auch die, Michael, wir haben uns darüber unterhalten, solange wir in so einer Debatte wie zur Grundschule sachlich bleiben, haben wir keine Chance, da aufzutauchen. Dann müssen wir im Grunde die Strategie ändern und genauso polemisch drauf kloppen, haben wir uns darüber unterhalten, ob wir es machen sollen oder nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Denn ich sage mal, was durch Twitter gegangen ist, ist tatsächlich dieser Tweet, ne, die SPD-Tante sagt, ne, die Einzigen, die hier sachlich was dazu gesagt haben, waren die Piraten. Und dann schreien wir alle, Hurra! Aber ist das tatsächlich Hurra? Vielleicht müsste man sich da mal drüber Gedanken machen,
zu welchen Punkten man dann tatsächlich auch, wo man dann tatsächlich auch mal anders damit umgeht. Ne? Denn ich sag mal, wir beide waren jetzt auch sehr moderat, das muss man einfach sagen. Und das ist für die Presse wahrscheinlich erstmal auch nicht so riesig spannend. Ne? Also vielleicht sollte man sich da mal Gedanken drüber machen. Vielleicht noch eine Sache mit dem Piraten werden nicht erwähnt, was mir neulich aufgefallen ist. Ich hatte den Herrn Lauscher vom WDR angesprochen. Das war nach der Befragung von Herrn Jäger im Untersuchungsausschuss, hatte ich mich sehr gestört, dass er in einem Kommentar geschrieben hatte, CDU, FDP und Piraten ergehen sich im Klein-Klein bei der Befragung. Bin dann zu ihm hin und habe gesagt, Herr Lauscher, Sie können natürlich gerne schreiben, was Sie wollen, das steht Ihnen frei, aber ich denke, dass wir uns ja explizit von den anderen Oppositionsparteien unterschieden haben in dieser Befragung und dieses Klein-Klein eben nicht mitgemacht haben. Und darauf sagt er, stimmt, Sie haben vollkommen recht, hat sich sogar bei mir entschuldigt, aber das ist ja auch immer schwierig, wenn man nicht nur Regierung und Opposition hat und dann noch die Piraten extra. Die haben ja eben diese Routine mit den beiden Mauern und dann kippen sie entweder uns in die eine oder in die andere Ecke noch mit rein. Das ist jetzt natürlich, ist eigentlich nicht so kompliziert, statt zwei dann drei Parteien zu erwähnen, aber das war so seine Erklärung dafür, dass er das nicht immer so differenziert. Joachim Grumpy. Ja, vielen Dank. Ich meine, wenn in dieser Debatte Monika und der Michel Olli sachlich argumentiert haben und sich sachlich verhalten haben, und das in der, dann gehe ich erstmal davon aus, es entsprach dem eigenen Standpunkt und einem inneren Bedürfnis, sich so zu verhalten, wie man sich eben verhalten hat. Und wenn man dann bloß, um Aufmerksamkeit zu erzielen, überlegt, in Zukunft anders vorzugehen, dann ist das eine Form von Anpassung an die Pressegepflogenheiten. Ich weiß nicht, ob das insgesamt der Politik gut tut. Das wollte ich nur mal. Nein, ich weiß, dass du hast nicht dafür gesprochen. Das ist tatsächlich zu überlegen. Ich persönlich bin schon seit längerer Zeit irgendwie kritisch, was die Presse angeht, weil das offensichtlich die einzige Gewalt im Staat ist, die nirgendwo reflektiert wird, in der Art und Weise, wie sie vorgeht. Im Gegensatz, sie reflektiert immer nur die anderen. Und ich finde das nicht in Ordnung. Ich sage das ja auch mal laut im Stream, den zwei Zuschauern da. Ich wüsste jetzt nicht, wie man da vorgeht, bloß um irgendwie Aufmerksamkeit und Dingsbums zu erlangen. Das, was Simone gerade gesagt hat, ist ja klar, es wird offensichtlich polarisiert. Es gibt eigentlich nur zwei Positionen in so einem Landtag, nämlich die Regierungsposition und die Oppositionsposition. Und wenn eine der Oppositionsparteien in irgendeiner Form eine andere Nuance reinbringt, dann sind die offensichtlich schon überfordert, das zu berichten, oder sie wollen das nicht. Und dann ist für mich die Frage, wie ich damit in Zukunft umgehe, wie ich überhaupt mit Politik in Zukunft umgehe. Kann man da noch irgendwas ernst nehmen oder ist das alles Cargo-Kult? Mit Cargo-Kult hast du es in der Zeit. Ich glaube persönlich nicht, dass es unbedingt keine Frage des Wollens oder des Könnens ist, sondern ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, also was jetzt den Bereich der Presse angeht, was Quote bringt. Dass es eher zielgerichtet ist auf die Quote, im Übrigen auch Richtung der öffentlich-rechtlichen Medien. Denn auch wenn sie eigentlich unabhängig sein könnten, wird da natürlich in direkter Konkurrenz ein bisschen zu den Privaten geschaut, dass man das halt vielleicht auch ein bisschen reißerischer hinkriegt. Allerdings halte ich es für uns als Mitglieder des Landtags nicht so als Piratenfraktion so für angebracht, hier den Donald Trump zu machen, wie das einige erwarten wollen würden von Seiten der Presse nach außen hin. Und ich möchte den Michel dann jetzt auch nicht zukünftig als, als Lindner-mäßigen Heilsbringer der Piraten hier platziert sehen, denn ich finde, Zahlen, Daten und Fakten stehen uns immer noch, auch wenn es vielleicht nicht im Sinne der Wählerinnen und Wähler und im Sinne der Presse sein könnte, aber Zahlen, Daten und Fakten und Belege, Beweise stehen uns besser zu Gesicht halt als einfach nur Plattitüden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Olli. Ja, natürlich geht es Personen und um Alleinstellungsmerkmale und um Nachrichtenwerte. Also ohne Nachrichtenwert wird nichts gebracht, das ist klar.
Und natürlich bringt ein Trumpisieren, einfach nur auf Aufmerksamkeit zu gehen, uns auch nichts, weil es gibt auch keine Nachrichten mehr. Höchstens einen ganz kurzen, der heißt, machen mal wieder Chaos, aber das macht keinen Sinn, weil das nicht langlebig ist, die Meldung. Ich rätsel aber manchmal ein bisschen, warum, wenn wir was Schönes anbieten, wenn wir wirklich, ich der Meinung bin, zumindest auf dem Silbertablett denen tolle Dinge liefern, warum es trotzdem nicht genommen wird. Das ist so das Problem und warum dann manchmal, wenn was genommen wird, was ich nicht auf dem Plan hatte. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich einfacher ist, Opposition als Opposition zu nehmen. Und wenn sich alle einig sind, außer Piraten, die Piraten ja am besten wegzulassen, denn bei der Sperrklausel habe ich mehrmals gelesen, der Landtag ist sich einig, also da taucht ja auch oft auf, aber es gab auch Artikel, da stand, der Landtag ist sich einig, eine Sperrklausel einzuführen. Wurden wir mal mit vereinnahmen. Die FDP natürlich auch. Ich habe bei der Sache um den Landesluftverkehrskonzept, wo wir das Thema ja überhaupt gepusht haben und wir haben die Anhörung gemacht und alles Mögliche, sowohl bei der Aktuellen Stunde als auch bei der Anhörung halt das Phänomen gehabt, dass über beides berichtet wurde, nur nicht über uns Piraten. Und ich habe denen so schöne Sätze hingelegt, Sachen herausgearbeitet, die nur von uns Piraten kommen, die eben nicht die Grünen kopiert haben. Trotzdem wird sich genommen. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Dann wurde bei zwei Medien wurde was genommen, dann stand aber ein Satz drin, den ich nicht als besonders herausragend sehe. So ein Allgemeinsatz, den man halt mir in den Mund den ich auch gesagt habe, aber den man von mir genommen hat, weil man dachte, oh gut, den Satz, den will ich eh sagen, das hat der Herr Bayer gesagt, ja, dann schreibe ich dran, Bayer sagt, es gibt viele Flughäfen in Nordrhein-Westfalen. Ja, super, habe ich gesagt, dass es viele Flughäfen gibt, aber es war nicht meine Kernaussage. Und Ähnliches sehe ich auch bei Monika. Ich habe hier zum Beispiel die Liste der Zitate vom WDR. Ich glaube nicht, dass Bildung ist nicht billig, aber man muss sie auch bezahlen. Fand ich irgendwie einen seltsamen Satz. Möglicherweise hast du das aus Versehen gesagt, aber das war sicherlich nicht deine Kernaussage. Also ich frage mich, wieso? Wozu? Also sind unsere Pressemitteilungen, obwohl sie nur zwei Absätze lang sind, zu kompliziert? Ja. Also braucht man nur noch einen Satz, den man irgendwie in Schriftgröße 62 hinfickt? Also wenn Sie wenigstens Sätze rausnehmen würden, die cool sind, oder die, also nicht die aus unserer Sicht cool sind, aber die irgendwie was aussagen würden, selbst wenn sie uns ärgern, weil wir uns versprochen haben, würde ich ja nichts gegen sagen, das ist halt so. Aber, also Bildung ist nicht billig, aber man muss ja auch bezahlen, ist ja noch nicht mal ein Satz. Doch. Also, das ist manchmal etwas seltsam. Wahrscheinlich bleibt es nicht aus, tatsächlich dann mit den Journalisten direkt zu sprechen, vorher. Ich weiß keinen anderen Plan. Okay, Olaf? So ein paar Sachen aufgeschrieben. Das Erste, was ich sagen will, weiß nicht, das ist mir immer wieder hängen geblieben, weil immer wieder irgendwie, wenn es damit kommt, wir sollen irgendwie vielleicht mehr Revolte machen oder so. Ja, nee, wir sollen nicht den Trump spielen. Nee, man kann ja auch den Bernie Sanders spielen. Und dann sind wir schon auf einer ganz anderen Ebene. Und da wir hier kein K.O.-System haben, hat man dann auch mit, ich würde mal sagen, 20% würden hinter dem stehen, bestimmt so in den USA, wenn ich mir die Wahlen angeguckt habe, die Vorwahlen, wäre eine Sache. Das kann man auch eine ganze Ecke machen. Wir sind bei den Sachen mit den Themen, da bin ich jetzt vorhin drauf gekommen, als Simone gesprochen hatte, wann wir in der Presse auftauchen. Und zwar ist mir das auch so genau so gegangen, als ich diesen Artikel in der WZ gelesen habe, und ich muss sagen, in der WZ seit Jahren nicht, und ist das einzigste Blatt, was wir in Wuppertal kriegen. Ich habe uns da seit Anfang der Wahlen, ich glaube, der letzte Artikel war kurz vor den Wahlen, wo ich mal kurz vorgestellt worden bin, ansonsten sind wir da noch nie aufgetaucht, haben einen halben Artikel gekriegt. Und dann ist mir auch aufgefallen, ja klar, wir waren die Opposition gegen alle anderen. Da hat man nämlich diese Sache von wegen Opposition und
in diesem Fall nicht Regierung, sondern Opposition und die anderen. Vielleicht wäre es ja mal eine Möglichkeit, auch mal zu überlegen, ob wir nicht die Themen identifizieren sollten, wo wir ganz klar gegen die anderen, gegen die, ich sage jetzt mal, etablierten Fraktionen stehen und das versuchen auch mehr herauszuarbeiten. Auch einmal heraus, weil wenn wir da eine andere Meinung haben, warum die nicht publik machen, auch mehr nach vorne stellen. Und zweitens, eben wegen der Aufmerksamkeit in der Presse, um es der Presse auch leichter zu machen. Wenn einem was aufgefallen ist, guckt euch mal ein bisschen an, wie stark seit der letzten Bundestagswahl plötzlich die Linken auftauchen im Fernsehen. Und das hat meiner Meinung nach auch sehr stark was damit zu tun, dass Sie die Opposition zum großen Teil dort sind. Weil was haben Sie jetzt für eine andere, was haben die Reporter für eine andere Stelle, wenn Sie wirklich zur Opposition wollen? Dafür sind die Grünen viel zu oft auf Kuschelkurs mit den anderen. Also, und in ähnlichen Strategie könnte ich mir auch für uns hier vorstellen. Nur da müsste man natürlich die Themen nehmen, wo wir klar eine andere Meinung als alle anderen haben und nicht, wo man dann hinterher wieder und die Piraten sind auch dafür oder auch dagegen auftauchen können. Ja, das, was Olaf oder im Endeffekt eingangs Moni auch gesagt hat, genau das ist eben der Punkt. Also Presseberichterstattung hier funktioniert in diesem gewissen, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Schema und nicht in einem Schema, wo, ich sag mal, fünf verschiedene Meinungen irgendwie sorgfältig ausgearbeitet werden oder irgendwie sowas. Dafür ist ja auch, und das muss man ja auch mit nötigem Respekt irgendwo sagen, dafür ist in den zumeist recht kurzen Artikeln ja auch gar keine Zeit, also gar kein Platz letzten Endes für vorhanden, um jetzt, ich sag mal, wirklich irgendwie eine tiefergehende Meinung hier von fünf Fraktionen darzustellen bzw. zu schildern. Wir können das halt irgendwie blöd finden oder wir versuchen halt eben damit zu spielen und versuchen dann halt eben zumindest bei den Punkten, wo wir halt eben dieses Alleinstellungsmerkmal haben, das halt eben deutlicher herauszustellen, beziehungsweise bei den Punkten, wo wir vielleicht nicht gerade das Alleinstellungsmerkmal schlechthin offensichtlich haben, versuchen, dieses Alleinstellungsmerkmal irgendwie zu erarbeiten. Das wird nicht bei jedem Tagesordnungspunkt funktionieren. Das wird auch nicht jede Plenarsitzung funktionieren. Aber wir können versuchen, uns eben darauf zu konzentrieren. Was uns nicht mehr gelingen wird, wir werden die Presselandschaft nicht mehr umstellen, jetzt irgendwie bis zur Landtagswahl. Also wir können einfach nur damit leben. Oder wir sagen, das ist uns alles völlig egal, wir schaffen das auch mit Social Media eine gewisse Relevanz zu erreichen. Und das ist der zweite Punkt, den ich sagen wollte. Eingangs hatte Michelle das, glaube ich, auch schon gesagt, dass das ein bisschen besser geworden ist in Social Media, speziell in Twitter. Ja, das mag sein. Für mich aber nach wie vor nicht zufriedenstellend, nicht annähernd zufriedenstellend. Ich möchte ganz einfach, wenn die Moni zum Bildungsthema irgendwas twittert, wo die Moni sagt, das ist ein guter Tweet, dann möchte ich, dass wir den alle verbreiten. Ja, und zwar im Endeffekt ausnahmslos verbreiten. Und das mag dann alles sein, dass wir eine gewisse Überschneidung in unseren Followerschaften haben, aber die sind halt eben nicht 100% identisch. So erreicht man Reichweite, so erreicht man zumindest in Social-Media-Bereichen dann auch eine gewisse Relevanz. Und dass Social Media eine gewisse Relevanz erzeugen kann oder eine gewisse, ich sag mal, Verbreitung erzeugen kann. Ich weiß nicht, alle, die sich einigermaßen oder ein kleines bisschen für Fußball interessieren, werden zuletzt über Rot-Weiß Oberhausen was in Social Media gelesen haben und mit Zlatan Ibrahimovic. Rot-Weiß Oberhausen hat einfach mal gesagt, wir verpflichten Zlatan Ibrahimovic und hat eine Pressemitteilung dazu rausgegeben. Zlatan Ibrahimovic ist schwedischer Nationalspieler, für diejenigen, die es hier nicht wissen. Allein der Name Ibrahimovic sagt ja schon ganz klar, dass er aus Schweden kommt. Das ist ein Riesending, Social Media mäßig gewesen. Das ist weltweit in die Berichterstattung gekommen. Also selbst in den USA, wo Fußball eigentlich völlig uninteressant ist, sind das tatsächlich Headlines gewesen. Also
Das funktioniert, wenn man einigermaßen clever ist, wenn man das Ganze irgendwie dann auch tatsächlich verbreitet, vielleicht auch ein bisschen dann an der einen oder anderen Stelle polarisiert. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Parallelweg weitergehen. Und mein Gott, es kostet ja nichts. Also es kostet ja nichts, wenn der Dietmar irgendwas vermeintlich Kluges twittert, da einmal auf Retweet zu klicken. Ja. Gut. Da der Daniel seine Zeit ausgereizt hat, habe ich nicht mehr so viel. Ist das eine Meldung? Ja, gut. Dann lasse ich dir auch noch ein paar Sekunden über. Ich mache es ganz schnell. Es ist eine... Soll ich warten? Okay, ich glaube, es ist eine... Das ist eine Grundsatzfrage, die wir nicht nur tatsächlich grundsätzlich für die ganze Fraktion lösen können, sondern ich glaube, wir müssen von Fall zu Fall gucken. Ich sehe, dass es im Schulbereich tatsächlich gut funktioniert, auch sachlich zu sein. Und wenn man dann, selbst wenn man dann nicht in die Presse kommt, sehen wir eben an den Reaktionen der anderen Player in dem Bereich, dass das durchaus angenommen wird, dass wir so sachlich sind und dass wir eben nicht nur draufhauen. In anderen Bereichen sehe ich das überhaupt nicht. Da nimmt uns keiner wahr, wenn wir nicht tatsächlich mit Anlauf in den Pudding springen. Und ich glaube, dass wir an diesem Punkt bei jedem oder dass jeder von euch und jeder von uns bei jeder einzelnen Kommentierung, bei jeder einzelnen Aktion zu allen verschiedenen Themen darüber nachdenken muss, wie komme ich damit, wie beeinflusse ich damit die Meinung der Öffentlichkeit. Ich meine, dafür sind wir da. Wir sind Politiker, wir sind Politik, wir sollen erklären, warum Dinge laufen, wie sie laufen, meiner Meinung nach. Wir haben beim letzten Mal schon diesen Hinweis gehabt auf Parteien und die Willensbildung und dass wir hier keine Partei sind. Und trotzdem sind wir Politiker und haben einen gewissen Auftrag, nach draußen zu gehen und die Welt dieser Politik hier zu erklären, damit Menschen auch verstehen, was wir hier machen, warum wir das machen. Und das sage ich durchaus auch mit Blick auf diese ganzen Wutbürger, sonst irgendwas, Leute, die sagen, hier macht ja sowieso, was ihr wollt. Und bei diesem ihr fühle ich mich immer eingeschlossen. Und ich bin aber in den meisten Fällen gar nicht eingeschlossen. Und ich habe eine ganz andere Position. Ich habe entweder eine sachliche Position oder tatsächlich eine auf den Pudding Gegenposition. Und das darzustellen, ist ja nun auch Teil meiner Aufgabe hier und Teil unserer Aufgabe hier. Und von daher glaube ich, dass wir bei jedem einzelnen Punkt abwägen sollten, wie wir da dran gehen. Das heißt, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Und im Schulbereich kann das Sachliche richtig sein, auch wenn man da nicht in der Presse vorkommt. Aber man hat auf der anderen Seite irgendwo einen Benefit davon. Und bei einer anderen Sache, hier Handlungskonzept gegen rechts, ist es eben richtig, sich dahinzustellen. Das kann ich übrigens noch sagen, habe ich vorhin vergessen, ich fand den Auftritt, Entschuldigung Daniel, zu dir habe ich schon unter vier Augen was gesagt, ich fand den Auftritt von Toso da großartig, der sich einfach ohne Redezettel hinschreibt und in Rage redet. Und das finde ich auch gut, wenn man das mal macht. Wenn man einfach auch mal, ohne dass man sich vorher überlegt hat, was man eigentlich sagen will, sich einfach mal sein Herz ausschüttet, wenn es denn um so eine Herzensangelegenheit geht. Und deswegen, Toso, du stehst am Car-Office, da meinen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. So. Nico. Ja, ich will jetzt zur Presseaufnahme nicht noch weiter ausführen, es ist ja schon so viel gesagt worden. Ich finde, wir sollten das, die gesamte Klaviatur versuchen auszuschöpfen. Das ist schon richtig, Michel, aber da sehe ich noch deutlich Luft nach oben. Und wenn man sagt, ich möchte nicht den provokanten Weg gehen, wobei ich der Meinung bin, der provokante Weg ist für uns oft die richtige Alternative, weil wir nur so den Newswert erreichen, um tatsächlich abgedruckt zu werden. Und es ist schön, in Social Media aufzutauchen. Und weil das unser Wohnzimmer ist, so empfinden wir das zumindest. Aber Mario wird das ja bestätigen, die Reichweite und Außenwirkung ist deutlich höher, wenn wir es halt schaffen, über die Medien zu kommen. Das schaffen wir zurzeit halt leider nicht so. Deswegen für diejenigen, die halt diesen konfrontativen Weg nicht so wünschen, erwarte ich dann aber, dass sie ja den konstruktiven Weg dann umso intensiver verfolgen. Und dazu gehört in meinen Augen dann, dass wir das parlamentarische Werkzeug voll ausschöpfen
Das heißt, Zwischenfragen, Kurzintervention und auch entsprechend durchaus Zwischenrufe. Also das ist jetzt ja nicht offiziell als unparlamentarisch gebrandmarkt. Die anderen machen das bei Debatten sehr ausgiebig. Und ich glaube, auch das trägt dann zur Wahrnehmung in der Diskussion bei und hinterlässt auch einen gewissen Eindruck bei den Journalisten. Und die sind dann auch eher dazu bereit und herausgefordert, darüber zu berichten. Nur wenn wir es schon in der Plenardebatte nicht schaffen, Aufmerksamkeit zu generieren und dafür unseren Standpunkt offensiv zu werben und oder den anderen, den gegnerischen Standpunkt anzugreifen mit unseren sachlichen Argumenten, die wir ja oft tatsächlich haben, ja, dann braucht man sich nicht wundern. Und da fand ich uns jetzt nicht so besonders stark in der Plenarwoche. Das ist auch eine generelle Kritik, aber ich konnte es auch beim letzten Mal beobachten. Und an der Stelle, wir hatten das Problem schon mal oder vielleicht auch schon öfter. Mir ist es nur jetzt bei der letzten Plenarphase wieder widerfahren, grumpy. Nur, wenn ich dich da kurz vielleicht nochmal daran erinnern dürfte. Wir haben das Problem, Zwischenfrage muss zugelassen werden. Und viele machen das, manche aber auch nicht. Und wir hatten jetzt die heiße Diskussion um die Verfassungsänderung. Und Jäger ist offensichtlich ans Pult gegangen und hat vorher gesagt, ich lasse keine Zwischenfrage zu. Das weiß ich natürlich, das weiß niemand sonst. Und bei mir war die Situation so, dass ich gerne eine Zwischenfrage stellen wollte. Ich hatte vorher schon welche gestellt. Und die ganze Zeit blinkte diese Zwischenfragelampe, aber die Sitzungsleitung ist nicht drauf eingegangen, hat auch nicht mal gefragt, weil Jäger wahrscheinlich geschickt vorher schon gesagt hat, nö, mache ich sowieso nicht. Das Problem ist an der Stelle dann nur, wenn man den Redner fragt, lassen Sie die Zwischenfrage zu, und er sagt nein, kann man sagen, dann melde ich eine Kurzintervention an. Jäger hat das geschickt vermieden, indem er das vorher schon der Sitzungsleitung mitgeteilt hat. Also das ist meine Vermutung. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil 2 Minuten blinkte die Lampe. Also normalerweise wird dann unterbrochen. Und da nochmal bitte die PGF-Runde dahin einen Beschluss zu fassen, dass man zumindest als Fragesteller die Möglichkeit bekommt, dann auch nach Ende der Rede noch die Kurzintervention anzumelden oder beziehungsweise, dass der Sitzungsleiter automatisch fragt. Sie hatten wollten eine Zwischenfrage stellen, Sie sind nicht berücksichtigt worden, möchten Sie eine Kurzintervention? Ja, wir hatten das Problem schon mal. Es ist leider bislang immer noch nicht gelöst, nicht behandelt. Ich möchte bitte, dass wir das so hinkriegen, dass man da nicht einfach sozusagen geschickt rausgedrängt werden kann durch so einen Move vom Redner. Das kann eigentlich, ist glaube ich, nicht in unserem Sinne. Ja, nur ein Satz dazu, hat ja noch einen anderen Effekt. Das heißt, er kommt nicht in die blamable Situation zu sagen, nein, ich lasse keine zu, was ja im Grunde immer meistens durch ein bisschen Gelächter dann auch. Insofern würde ich in der PGF-Runde auch so weit gehen und zu sagen, dass egal wer sich da einschaltet, dass der Präsident fragen sollte, ob er die Zwischenfrage zulässt. Weil ansonsten hast du ihn ja im Grunde auch aus dieser peinlichen Situation entlassen, nein zu sagen. Ne? Also... Mikro, Entschuldigung. Ja, also wenn ich das als Fragesteller nicht mitkriege, die Information von der Sitzungsleitung nicht bekomme, kann ich die Kurzintervention nicht anmelden. Ne? Und das wäre in der Tat halt eine gangbare Lösung. So könnte man das machen. Und da muss sich der Redner halt überlegen, ob er sich diese Peinlichkeit da gibt oder halt Zwischenfragen eventuell doch zulässt. Wobei man sagen muss, laut GO müsste bei jeder Zwischenfrage gefragt werden. Die Geschäftsordnung sagt, auf Befragen durch die Präsidentin kann Redner oder Rednerinnen die Zwischenfrage zulassen oder ablehnen. Also muss gefragt werden. Ja, wenn er es vorher schon sagt, brauche ich nicht fragen. Doch, muss ich immer noch fragen, wie Moni schon sagt. Nee, die Antwort weiß ich dann schon als Präsidium, aber eigentlich müsste ich fragen laut Geschäftsordnung. Grumpy. Ich nehme das jetzt mal als Hinweis mit, dass ich dies zum einen in die PG-Runde trage, also in die Runde der Geschäftsführer, mit dem vorsichtigen Hinweis, dass ich nicht so wahnsinnig viel Lust hätte, im Rahmen von Plenarsitzungen immer wieder zur Not zur Geschäftsordnung sprechen zu wollen. Okay?
Jedes Mal, wenn es halt passieren sollte, würde ich dann hingehen müssen und beantragen, zur Geschäftsordnung im Plenum sprechen zu können und zu wollen, um das Präsidium zu bitten, entsprechend die Rechte der Abgeordneten im Plenum nicht nur so nebenbei, sondern grundsätzlich zu akzeptieren und dann auch entsprechend Zwischenfragen stellen lassen zu dürfen. Ich kann es euch halt, es ging mir um den Hinweis durch die Blume. Gut, jetzt bitte nur noch zu dem Thema Frank Dietmar. Wobei ihr redet, sagt eh was zu dem Thema, aber... Ja, vielleicht auch das Gleiche. Ich wollte jetzt eigentlich nur rein formal sagen, wir können ja von den vorhandenen Instrumentarien, also die auch nutzen, da brauchen wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich hatte das nämlich gerade mit dem Kollegen Jäger auch schon mal, Dietmar letztens auch, dass er das einfach ignoriert und drüber spricht. Es hängt dann auch immer viel vom Vizepräsidenten ab, der momentan da sitzt. Die beiden Kollegen von CDU und FDP sind da nicht so offensiv mit dem Reingehen auch. Das heißt wiederum, dass wir zu Grumpy hin die Signalisierung, hey, da versucht das jemand zu verdrängen, versucht jemand die Frage nicht zuzulassen und wir dann, dass er schon informiert ist, die Kurzintervention anzumelden, damit wir auf jeden Fall die Redemöglichkeit haben. Zum Beispiel, ja. Das ist zumindest ein Weg aus dem vorhandenen Instrumentarium, was wir schon nutzen können, einfach damit wir die Debatte führen können. Also ich denke, die angesprochenen Problemkreise sind solche des Präsidiums, nämlich der Sitzungsleitung. Man kann das vielleicht im Rahmen der PG-Runde mal vorbesprechen, ist sicherlich nicht ganz falsch, aber es ist eigentlich eine Sache des Ältestenrates, denn da sitzt das Präsidium zusammen und da sitzen alle zusammen und da gehört es meines Erachtens hin. Die PG-Runde ist nicht ausschlaggebend, sondern das, was die Sitzungsleiter, sprich Präsidentin und Vizepräsidenten dazu sagen und wie die sich dann, wie die mit der Geschäftsordnung, wie die mit der Sitzungsleitung umgehen. Denn es ist ganz maßgeblich, wie wir auch gerade hörten, die einen gehen dazwischen, wie Gödicke zum Beispiel geht immer dazwischen, und zwar sehr, sehr aggressiv teilweise, und Keimis auch, und Papke und Uhlenberg eben nicht. Also von daher, da ist vielleicht eine Einheitlichkeit oder eine einheitliche Linie auf Ebene der Präsidentschaft herzustellen. Von daher, da wir keinen Vertreter im Präsidium haben, wäre es vielleicht eine Sache des Ältestenrats. Ich glaube, Gödicke war die Sitzungsleiterin zu dem Zeitpunkt. Ja, dass sie dann keinen Grund hat, ist aber kein Grund, genau, nicht zu fragen. Weil laut Geschäftsordnung muss sie fragen. Ist auch egal. Ich finde den Hinweis gut. Dietmar, wir nehmen das mit dem Ältestenrat. Ich spreche das auch nochmal an. Gut. Gibt es noch etwas anderes zum Thema Nachbesprechung? Denn eigentlich sind die 15 Minuten rum, schon etwas länger. Und dieser Punkt ist jetzt durch. Joachim hat noch was Neues. Eine Bemerkung wollte ich noch machen. Ich wollte noch öffentlich auch Danke sagen dafür, dass du so spontan dieses Beispiel mit dem Neusser Stadtrat und der Handlungsunfähigkeit in deine Rede eingebaut hast. Fand ich großartig. Hat mir gefallen. Hat Frau Breuer auch sehr gefreut. Nein, gar nicht. Ist egal. Gut. Hat die Breuer sehr gefreut. Dann sind wir jetzt am Ende vom Tages... Ja, ich habe darauf geachtet. Dann sind wir am Ende von Tagesordnungspunkt 6 und machen jetzt eine Pause, und zwar bis 15:45 und machen dann weiter mit Top 7. Viel Spaß beim Rauchen. Daniel. So, Top 7. Ich übergebe das Wort an. Okay, also letzte Woche gab es die. Michel hat einen Lachkrampf. Letzte Woche hat es die Informationsvorlage gegeben, das ist jetzt spezifiziert worden. Inhaltlich kommt das ja nächste Woche auf den Tisch. Was spezifiziert wurde, ist, wir wollen am 27.06. die Plattform vorstellen, und zwar im Rahmen der Kernarbeitskreise. Das heißt, wie funktioniert das Ganze, wie läuft das? Wir haben den 2.07. jetzt festgelegt, das ist die gemeinsame Fraktionssitzung in Kiel. Und der 3.09. steht jetzt auch fest, das ist der Workshop, den wir machen wollen, was auch spezifiziert wurde, ist, dass es für Lara klare Ansprechpartner innerhalb der Fraktion gibt,
Da haben wir den Lukas Lammler, Marc Oliak und Monika Pieper aufgenommen. Alle sind gefragt worden, sie würden das machen, sodass wir drei aus dem Kreise der Fraktion haben, die für Lara direkte Ansprechpartner sind, wenn es da um inhaltliche Dinge geht. Und ansonsten ist, glaube ich, die Vorlage selbsterklärend. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Möchte jemand das Wort zu dieser Vorlage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Die Vorlage ist ja auch wie gewünscht ins Pad kopiert. Da muss man viel scrollen, wenn man sich das jetzt durchlesen will. Herr Frank möchte was sagen, kaut, aber ich nutze das jetzt einfach aus. Ich sehe keine Wortmeldung. Gibt es jemanden, der gegen die Vorlage sprechen möchte? Sich gegen die Vorlage aussprechen möchte? Gibt es Enthaltungen dazu? Der Frank möchte sich enthalten. Und die Simone möchte sich enthalten. Die Vorlage, die in deinem Umschlag war. Ach so. Ja, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Entschuldigung, das war natürlich die. Ja, Entschuldigung, das andere war die Informationsvorlage. Du hast recht, das war die Beschlussvorlage. Gut. Dann haben wir zwei Enthaltungen und der Rest, den schreibst du dann hinterher, ne? Wer so alles hier saß. Hast ja ein bisschen Zeit. Gut, eine kurze Anmerkung. Die Saarländer werden an dem gemeinsamen Fraktionssitzungstreffen nicht teilnehmen. Nein. Nicht teilnehmen. So, in Kiel, ja, die gemeinsame Fraktionssitzung, genau. So, nächster Punkt. Vorlage I5 2016 ist eine Informationsvorlage zum Thema Verzahnung von Verfassungspiraten und parlamentarischen Initiativen. Ich glaube, da kannst du auch noch mal was zu sagen, Hartmut. Ja, da haben wir praktisch zwei Themen miteinander verbunden jetzt. Einmal die Verfassungspiraten mit der Plattform, das soll ja jetzt starten. Und einmal die parlamentarischen Initiativen, die sich aus der Verfassungskommission selbst ergeben. Ergebnis eines Gespräches, was wir hier im Kernarbeitskreis bzw. im Rahmen der Kernarbeitskreise hatten. Das ist jetzt einfach nochmal spezifiziert worden, geplant worden. Ich finde, das ist ein relativ anspruchsvolles Projekt und ist durchgeplant bis Ende des Jahres, praktisch bis Januar 2017. Und auch da soll es ein Briefing geben, weil es ja auch ein Tool ist, eine Plattform, auf der natürlich möglichst viel passieren sollte. Und das ist für den 4. Juli geplant, aber da wird nochmal eine gesonderte Einladung rausgehen. Gut, gibt es zu der Informationsvorlage Fragen, Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann Top 9, K-Office-Befragung, Kernthemenbarometer und Verfassungsbarometer. Vorlage I6 2016. Das ist jetzt die Vorbereitung der Befragung und es sind also vorgesehen zwei Kernthemenbarometer, weil wir mehr als vier, wir wollen eine Frage stellen, da geht es um die Bekanntheit, also wer kennt die Fraktion, damit man sieht, was sich da bewegt, was dort vorgefunden wird, sodass wir noch vier Fragen für Themen haben, was den Start Ende des Monats, 28. und 29. wollen wir mit der Befragung starten. Was das betrifft, sind die ersten vier Fragen sind eindeutig Alleinstellungsmerkmale. Was das Kernthemenbarometer 2, was wir dann im Juli starten würden, betrifft, sind wir da noch offen. Da haben wir nochmal hingeschrieben, energiefreie Netze, Pflege, Geflüchtete. Da bitte ich noch um Anregungen. Das müssten wir dann vielleicht nochmal in den Kernarbeitskreisen diskutieren, welche vier Fragen wir darstellen. Mehr wie acht Themen würde ich nicht abfragen. Was das Verfassungsbarometer betrifft, damit würden wir im Juli starten, sind vier Themen aufgenommen. Die Schuldenbremse habe ich rausgelassen, weil die Schuldenbremse einfach schwer vermittelbar ist und auch nicht so, ich glaube, nicht so bedeutend ist. Aber die anderen vier Themen sind ja mitten im Zentrum der Arbeit der Piratenfraktion. Und insofern würden wir das anlehnen auch. Das sind die Fragestellungen, wie sie sich auch aus der Postkartenaktion ergeben haben. Etwas spezifiziert bei den 16-Jährigen, da wurde das mit den Landtagswahlen nochmal spezifiziert. Ansonsten sind es genau die Fragen, die wir mit der Postkartenaktion begonnen haben. Gut, gibt es dazu Anmerkungen, Fragen? Ja, ich möchte wissen, wo sind denn die Fragen, Herr? Ins Mikro? Wer hat denn die Fragen formuliert? Nicht ausmachen. Also die Fragen habe ich formuliert, die ergeben sich ja praktisch aus unseren Themen, ÖPNV. Allerdings werden diese Fragen
von Professor Faulbaum nochmal daraufhin überprüft, ob sie in dieser Exaktheit oder vielleicht ein bisschen anders gestellt werden. Das ist ja eine Fragetechnik, da werden wir uns sozusagen der Professionalität bedienen. Von den Themen her ist ja klar, dass es um Fahrscheinfrei geht, um Cannabis, um G8, G9 und BGE. Aber das Entscheidende ist, die Fragen müssen ja so gestellt werden, dass es jedem, der die Frage gestellt bekommt, nicht, dass er nicht nochmal drei Nachfragen stellt, sondern es muss klar, plausibel sein, relativ einfach verständlich. Und das würden wir im Detail, habe ich auch geschrieben, redaktionell könnte sich da noch Anpassungen ergeben, wenn wir da Hinweise kriegen, wie man das noch konkreter formulieren kann. Weitere Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann kämen wir jetzt zu Top 10, Einladung zur Marina Kassel. Ich glaube, da gebe ich der Frau Semmel das Wort. Oh ja, kannst du gerne tun. Können Sie mich hören? Ja, es gibt wieder eine Marina Kassel. Wir haben eine Einladung rumgeschickt, nachdem auf der letzten Marina Kassel mir von Menschen, die in Fraktionen arbeiten, erzählt wurde, sie wären echt glücklich, wenn sie vielleicht auch mal eine Einladung kriegen würden, habe ich euch und den anderen Fraktionen auch dann eine geschickt, weil wir euch natürlich gerne dabei haben. Die Marina Kassel ist grundsätzlich ein Vorständetreffen der Piratenpartei. Es geht in dem Fall tatsächlich darum, dass sich die Landesvorstände und der Bundesvorstand ein bisschen vernetzen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir jährlich neue Vorstände wählen und immer wieder sehr neue Leute dabei sind. Ich habe, wenn ihr ins Wiki guckt, da ist das Programm ja schon drin, für euch, also für die Fraktionen, das sind jetzt also ihr und die Berliner und die Saarländer, oh Gott, und die vierte fällt mir immer nicht ein. Danke. Es fehlt mir immer eine und immer eine andere. Und die Schleswig-Holsteiner. Also prinzipiell gesehen ist es einfach so, ich habe da eine Stunde reserviert, damit die Fraktionen so ein bisschen auch erzählen können aus ihrer Arbeit, damit man an der Stelle dann auch ein bisschen Verständnis füreinander erwirken kann und vielleicht auch mal dieses die tun ja nichts Gefühl abbauen, das ja eigentlich bidirektional irgendwo schon so ein bisschen herrscht, denke ich. Wir würden uns sehr freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Wir sind diesmal im Philipp-Scheidemann-Haus und haben einen Raum, der 70 Leute fasst. Das wird also ein bisschen kuschelig. Wir haben noch einen kleinen Nebenraum zum Zusammensitzen und solche Scherze. Und es geht also tatsächlich in der Hauptsache darum, dass man sich kennenlernt, dass man sich vernetzt, dass die Wege kürzer werden. Habt ihr Fragen? Genau, gibt es Fragen, Wortmeldungen? Gibt es jemanden, der jetzt schon sagen kann, dass er hingeht? Grumpy nickt wild. Gibt es jemanden, der jetzt schon sagen kann, dass er nicht hingeht? 1. bis 3. 6. Siebter, Entschuldigung. 1. bis 3. 7. Jo. Am 1. und am 4. Sehr gut. Ich auch nicht. Ja, es tut mir auch furchtbar leid. Eigentlich hatte ich das alles so furchtbar rechtzeitig, aber naja, lassen wir das. Wie das so ist. Ja. Gut. Wenn es dann keine Nachfragen zu diesem Tagesordnungspunkt gibt, kommen wir zu Top 11. Da gibt es einen Open-Antrag. Mario. Ja, ich habe das da mal eben einfügen lassen und übergebe dann auch gleich an den Einfügenden. Wir haben also einen Antrag zu keinem Krankenhaus. Der hat uns schon vor einiger Zeit erreicht, aber wir vergessen nie und bearbeiten auch. Das neue System klappt gut. Ihr könnt es ganz kurz durchschauen und ich übergebe an Daniel als Fachpolitiker. Ja, vielen Dank, Mario. Ich möchte auch eigentlich nur kurz nochmal erläutern, wie da der Stand der Dinge ist. Das Thema MRSA, multiresistente Keime quasi in Krankenhäusern, ist regelmäßig bei uns im Ausschuss Thema. Man muss dazu sagen, dass die Situation in Nordrhein-Westfalen in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern die nimmt eine gute Entwicklung an. Wir haben da recht erfolgreiche
Maßnahmen etc. durchgeführt. Wir haben über dieses Thema oder dieser Open-Antrag hatte uns dazu veranlasst, da auch schon im Ausschuss der schon Fragen zu stellen. Wir hätten das Thema da ein bisschen überfrachtet, wenn wir komplett alle Fragen da irgendwo im Ausschuss noch untergebracht hätten, sodass wir uns jetzt dazu entschieden haben, hier nochmal eine kleine Anfrage nachzulegen, die dann halt detailliert die Fragen auch aufgreift, die hier in dem Open-Antrag ja, sozusagen an uns herangetragen wurden. Das wird jetzt im Laufe der Woche rausgehen und ja, irgendwann in den nächsten 4 Wochen werden wir dann vermutlich eine nicht zufriedenstellende Antwort von Frau Ministerin Steffens bekommen. Wir tragen das natürlich dann jetzt so auch in den Open-Antrag ein, dass wir den aufgenommen haben, dass wir den umsetzen, wie wir den umsetzen. In diesem Fall brauchen wir, wenn darüber hinaus von der Fraktion das nicht gewollt ist, keine weitergehende Befassung der Fraktion. Und nächste Woche gibt es dann was Neues. Ich sehe da übrigens in der nächsten Woche mindestens 2 auf euch zukommen. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen noch zu dem Top 11? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Top 12 Sonstiges. Da habe ich stehen den Urlaubskalender. Wer möchte denn dazu was sagen? Der Grumpy. Genau. In aller Kürze einfach, damit wir unter anderem auch zum Ende der Sommerpause haben wir ja die Gamescom, den NRW-Tag am Start. Mitten in der Sommerpause möchten wir ja auch trotzdem zwischendurch mit dem Car-Office durch NRW touren. Und ich bitte alle MDL auch nochmal darum, bei Britta persönlich die Urlaubszeiten halt durchzureichen, damit planungstechnisch wir intern genau solche Sachen mit einbeziehen können. Gut. Frank möchte dann doch noch. Ja, dann ergänze ich das noch kurz, weil wir haben ja auch den Urlaubskalender im Zimbra, da kann man das auch selber eintragen. Falls einem unterwegs, falls man es vergessen hat, bei Britta vielleicht Bescheid zu sagen, kann man das von unterwegs auch noch selber machen und sich da eintragen. Danke. Jo, Technikpartei. Ne? Ja. Gut, gibt es sonst was für Sonstiges im öffentlichen Teil? Bitte. Okay, weil ich musste nämlich demnächst dann tatsächlich auch zum Bahnhof und zum Zug und so. Dankeschön für die Einladung. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe einen kleinen Einblick gekriegt in das, was ihr hier tut. Und muss ganz ehrlich sagen, ich finde euch ganz, ganz klasse. Das ist immer so eine Sache, wenn man jetzt so an seinem eigenen Rechner lebt und in Twitter, dann kommt das nicht so rum. Das muss man wirklich sagen. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir hier eine Fraktion haben, die wirklich auch im Sinne der Piratenpartei arbeitet, Arbeit leistet, dranbleibt, auch dranbleibt, wenn vielleicht doch das mit der Berichterstattung nicht so ist, wie man es gerne hätte. Und auch wenn es Querelen gibt, insgesamt doch irgendwo ein Team ist. Und das freut mich sehr zu sehen. Ja, ich halte euch die Daumen, dass das mit dem Teamgeist einfach optimaler wird, immer noch, weil ein bisschen besser geht immer. Und sage ganz herzlich Dankeschön für den Einblick, den ihr mir gegeben habt. Jo, Dankeschön. Dankeschön. Wenn wir nichts weiteres haben, kämen wir jetzt zum Mitarbeiteröffentlichen Teil. Ich verabschiede mich vom Stream in Essen. Viel Spaß noch bei den Gesprächen mit Toso. Und wir sehen uns nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss, Stream.